Jeden Tag stehen die Patrouilleure im Skigebiet Engelberg-Titlis im Einsatz. Zur Arbeit vom Pisten- und Rettungsdienst gehört aber viel mehr, als nur den verletzten Gästen zu helfen. Am Morgen kurz nach der 7 auf dem Trübsee. Die Mitarbeiter, unter ihnen auch die Patrouilleure, kommen im Skigebiet an. Mit dem Sessellift geht es Opsi auf den Jochpass. Es hat nur wenig geschneit über die Nacht. Darum haben die Pistenretter, zum Lawinen zu sprengen, nicht schon früher Opsi müssen. Im Patrouilleurenräumli auf dem Jochpass füllte Werner Hurschler als erstes ein Formular vom Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF aus. Er muss verschiedene Angaben über Neuschnee, Schneehöhe und Wetter machen. Und so sende ich sie senden. Anhand von dem wird dann auch das aktuelle Lawinenbulletin erarbeitet, wo auf die 8. rausgelassen wird. Das ist eine Information mehr, aus SLF zu Davos. Das kann er noch bearbeiten. Der Werner Hurschler wartet, bis das Lawinenforschungsinstitut das aktuelle Lawinenbulletin herausgibt. Er kann sich aber nicht lange drinnen aufwärmen, sondern er muss gerade wieder raus. Eine abwechslungsreiche Arbeit, die ihm gefällt. Man hat sehr harte Zeiten, wenn es wirklich viel Schnee gibt und so, dann ist man sprengen. Aber es gibt auch wieder ganz andere Tage. Es gibt wunderbare Tage, wenn man am Morgen wirklich die tadellos präparierte Piste abfahren kann. Und man ist der Erste, der dort abfahren und die Kontrollfahrt machen. Das ist etwas traumhaft Schönes. Bevor die Gäste ins Skigebiet gelassen werden, machen die Patrouilleure die erste Pistenkontrolle. Das ist die Absperrung. Die lassen wir so stehen, bis wir wirklich auch die zwei Anlagen hier oben, inklusive also die Pisten, alles kontrolliert haben. In der Zwischenzeit werden hier die ersten Gäste an den Zaun anfahren und haben die Information, was da noch nicht bereit ist. Und das Ziel ist immer, dass wir das so bald wie möglich können den Weg nehmen und alles können freigeben. Wir müssen hier unten schauen, ob die Eisstelle etwas gedeckt ist. Dann stellen wir sie gar nicht mehr stellen, die Tafeln. Aber es sieht, glaube ich, gut aus. Bei der anschliessenden Pistenkontrolle muss der Werner Hurschler auf viel schauen. Ja, das ist tipptopp. Das können wir heute so sehen. Nur kurz später, das Wetter scheint besser zu werden. Auch der Paul Odermatt ist unterwegs. Er schaut, ob die Stecken noch richtig im Schnee stecken. Zusätzlich muss er auch dafür sorgen, dass alle Gefahrentafeln gut sichtbar sind. Wir sind jetzt hier im Bereich, wo der Variantenfahrer eigentlich die Piste verlässt. Und das ist für uns wichtig, dass wir die richtigen Tafeln draussen haben. Da wird eigentlich der Gast darauf aufmerksam gemacht mit dieser Tafel hier. Hier keine markierte und kontrollierte Skiabfahrt, dass er sich jetzt eigentlich nicht mehr im Pistenbereich bewegt. Vor der Jochhütte muss noch eine Absperrung montiert werden. Hier ist die Sicht immer noch schlecht. Die Pistenretter sind sich zwar an Wind und Wetter gewöhnt, aber gleich ist das schlechte Wetter auch für sie manchmal mühsam. Weniger gefällt mir. Ja, wenn es ganz kalt ist, habe ich es nicht so gerne, weil ich habe lieber, wenn es ein bisschen warm ist. Aber das gehört dazu. Ja, und sonst, mir gefällt eigentlich sonst alles. Die Pisten sind inzwischen für die Gäste freigegeben. Und im Patrouilleurenräumli ist alles parat für einen allfälligen Einsatz. Jeder Patrouilleur hat einen eigenen Rucksack mit den nötigsten Hilfsmitteln für die erste Hilfe am Unfallort. Der Stefan Koch kontrolliert sein Material. Des Weiteren haben wir natürlich auch dabei sind so kleine Sachen wie eine Stirnlampe, falls es mal ein bisschen später wird. Da wir einen Gletscher haben, hat jeder Patrouilleur ein Gestell dabei. Und das nötigste Karabiner, um improvisierte Rettungen zu machen. Dazu gehört natürlich auch die ganze Lawinenausrüstung. Es hat jeder immer eine Schaufel und eine Sonde auf dem An. Lawinensonde. Und Schaufeln ist natürlich auch immer dabei.
Schaufeln ist auch sonst sehr hilfreich, wenn man mal ein Bödeli machen muss, um den Schlitten hinzustellen oder irgendwie helfen, Ski suchen. Weil es heute wenig Leute auf der Piste hat und die Patrouilleure nicht mit viel Unfall rechnet, nutzt der Piste- und Rettungschef vom ganzen Gebiet, der Christoph Bissig, Zeit, um mit zwei anderen Pistenrettern im Gebiet Stand ein Netz zu montieren, um die Absturzsicherheit zu minimieren. Auch da steht die Sicherheit der Gäste im Mittelpunkt. Patrouilleure selber müssen dabei aber auch an ihre eigene Sicherheit denken. Ja gut, also Eigenschutz und Arbeitssicherheit ist natürlich immer ein Thema, wo wir auch dann ausbilden. Also die Leute gehen jährlich oder alle zweijährlich eine Ausbildung. Und das ist immer vor Augen, insbesondere wenn wir gegen Lawinen sprengen, ist das schon ein Thema, wo wir erstens die Arbeit immer das Zweite machen, dann kontrollieren, die nötige Schutzausrüstung dabei haben. Ansonsten heisst es bei uns auch, bei Zweifelsfall nie. Und immer das Risiko minimieren. Und so kommen wir eigentlich gut über die Saison durch. Der Christoph Bissig steht schon lange am Berg im Einsatz. Trotzdem kann er sich nicht vorstellen, etwas anderes zu machen. Sonst ist es eigentlich schon zu draußen sein, zu werken, auch bei wüstem Wetter. Es ist nicht ganz so die gleiche Motivation wie im schönen Wetter. Aber grundsätzlich ist die Arbeit natürlich sehr vielfältig und interessant. Und es ist eigentlich immer wieder ein neuer Angriff. Jeden Tag ist etwas anderes. Das macht es interessant. Auf die Patrouilleure wartet im Arbeitsalltag immer wieder Überraschungen. So wie hier, ein Notfall im Jochpassgebiet. Der Markus Wern rückt mit dem Rettungsschlitten aus. Ein Bub aus dem Tessin ist auf die Schulter gefallen. Der Markus Wern verlässt den Bub, der hier im Skilager ist, mit der Hilfe der beiden Lehrer in Rettungsschlitten. Gerät wird nicht viel. Die Sprachbarriere ist zu gross. Auch ohne Wort ist für Markus Wern klar, dass der Bub schnell Hilfe braucht. Darum fährt er ihn mit dem Rettungsschlitten ab in die Trübsee. Dort wartet schon ein Bahnangestellter. Der Markus Wern sichert den Bub für die Fahrt mit dem Schneetöff. Und dann geht's los. Der Schneetöff zieht den Markus Wern und seinen Patient über den Trübsee zur Gondelbahn über. Nehmen wir jetzt auch die Landen weg, dass wir ihn besser in die Rettungsgondel verladen können. Dann bleibt der Patient gerade drinnen bis auf Engelberg, das heisst bis zum Doktor. Dann können wir ihn dort gerade so ausladen. Das ist eigentlich eine gute Sache. Zusammen mit den Bahnangestellten wird der Verletzte in die Rettungsgondel verladen. Es muss also nicht nur das Team vom Pisten- und Rettungsdienst gut zusammen harmonieren, sondern auch die Zusammenarbeit mit den Bahnangestellten muss funktionieren. Die Teamarbeit ist sehr wichtig. Also wenn es hier untereinander nicht funktioniert, dann haben wir ein Problem und der Gast hat eigentlich auch ein Problem. Also da muss wirklich alle miteinander am gleichen Strick ziehen. Das ist sehr wichtig. Zengelberg bringt Markus Wern seinen Patienten zum Doktor. Der Bub muss trotz Schmerzen seine Kleiderschichten abziehen. Beim Doktor ist die Arbeit für Markus Wern fertig. Er muss zurück auf den Berg und das mit einem guten Gefühl. Ja, das ist auf jeden Fall gibt es ein gutes Gefühl. Immer wenn man zum Patienten fährt, denkt man vor uns schon, was hat er recht? Ist es schlimm, wenn wir den Heli haben? Oder länger, wenn wir nur zum Doktor gehen? Dann macht man meistens zuerst einen Bodycheck. Also das macht man eigentlich immer. Und dann, wenn man dem Doktor abgeliefert hat, sicher, denkt man für sich mal, es ist gut gegangen und es gibt einem ein gutes Gefühl. Zurück auf den Berg. Es wird schon Zeit für die letzte Pistenkontrolle. Alle Patrouilleure fahren zusammen mit den zwei Lawinenhunden Talabfahrt auf Engelberg. Für sie geht beim Eindunkeln ein weiterer Arbeitstag in diesem Winter zu Ende. Im Wissen, dass sie auch morgen wieder für die Sicherheit der Gäste im Skigebiet im Einsatz stehen und jederzeit bereit sind, um für einen Unfall auszurücken.